Einen wunderschönen, meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wiegoff, ich bin der Medius. Es geht um Erste Hilfe und es geht um eure Fragen. Und eine Frage, die relativ häufig aufkommt, und das finde ich irgendwo so zwischen cool und bizarr, aus dem ganz einfachen Grund, weil mit diesem Kit hat mal alles hier 2016 angefangen. Und zwar, dass wir jetzt, das, was wir jetzt hier so vom Deckel her sehen, das ist das Erste-Hilfe-Kit meiner Frau. Meine Frau war mein erster Kunde, wenn man so will. Und das ist ein Kit nach ihren Spezifikationen. Also kam meine Frau auf mich zu und hat gesagt, das Kit muss folgende Kriterien erfüllen, muss Folgendes können und ich muss Folgendes können. Hintergrund. Meine Frau ist Diplom-Ingenieurin Maschinenbau. Und hat zu dem Zeitpunkt in einer Firma gearbeitet, die Schüttgutförderanlagen im weltweiten Betrieb plant, baut und in Betrieb nimmt. Das Ganze auch durchaus in Gegenden ohne reguläre Infrastruktur wie Feuerwehr und Rettungsdienst. Meine Frau ist Projektingenieurin und Projektleiterin gewesen und auf ihrer Großbaustelle, in ihrem Projektabschnitt gab es einen tödlichen Unfall. So, was war passiert? Es war passiert, dass ein Pickup in mehr oder weniger ungebremst in dem Aufreißhaken einer Planierraupe eingekratert ist. Mit recht hoher Geschwindigkeit. Es hat halt dazu geführt, dass der Fahrer an Ort und Stelle im eingeklemmten Zustand im Fahrzeugwrack verblutet ist. Meine Frau kam also wieder zurück an den Airport nach Hamburg und eröffnete die Ansage in Leichenblass mit "Ich befehle folgendes Erste-Hilfe-Kit". Und wenn du lange noch in dem Genre bist und eventuell Uniformchenträger seit vielen, vielen lustigen Jahren, dann weißt du, dass deine einzige Art und Weise zu reagieren folgende ist. Hände an die Hosennaht. Jawohl! Und so ähnlich hat es bei mir ausgesehen. Ich bin beigegangen und habe Material gekauft. Ich habe es lautlachend verworfen, nachdem ich es ausprobiert habe oder versucht habe, es auszuprobieren. Letzten Endes habe ich ein entsprechendes Kit zusammengestellt gehabt mit entsprechendem Material. Und das sehen wir jetzt mal hier, zumindest einen groben Überblick. Was ist er drin in der Kit? In dem Kit befinden sich Alkoholtupfer, da befindet sich Pflaster drin, es befindet sich eine Traumabandage drin, damals noch die Uriel-Bandage, Gott hab sie selig, ein paar Nitrilhandschuhe in Schlumpftarn, das was wir da oben an Tabletten sehen, sind Ibuprofen gegen Kopfschmerzen bzw. Migräne, es blitzt da unter hervor, ein Tampon, nein, nicht zur medizinischen Leckabwehr, auch dazu habe ich mich schon mehrfach ausgekaspert, das Video dazu gebe ich dir hier. Es wohnt des Weiteren da drin ein paar Kompressen, es wohnt da drin, da weibliche Benutzerinnen einmal im Monat entsprechende Unterleibskrämpfe, Buscopan bzw. Buscopan Plus, ist im Grunde gegen krampfartige Unterbauchbeschwerden in Tateinheit mit Paracetamol. Das ist also ein Kombipräparat. Das sind so ihre Kriterien gewesen. Es ist ein bisschen was an Bubu-Kit drin. Es ist was gegen Kopfschmerzen. Es ist was gegen Bauchschmerzen, Regelschmerzen. Es ist was por la menstruación. Es ist eine Traumabandage drin. Die Alkoholtupfer dienen nicht zur Desinfektion der Wunde, sondern zum Saubermachen der Wundränder. Wenn du die nämlich nicht entsprechend sauber machst und entfettest, hast du das Problem, dass deine Pflasterstreifen nicht halten. Und das ist letzten Endes im Grunde das, was ich auch empfehle für das heutige Kit der Frau an sich. Sucht euch ein gescheites Behältnis, nach Möglichkeit eins, was tatsächlich auch als Erste-Hilfe-Kit gekennzeichnet ist, denn mein Geraffel hat grundsätzlich mir als allererstes den Knochenpark gerettet. Sucht euch ein gescheites Behältnis, da rein
Pflaster wäre witzig, zum Wundränder sauber machen, damit das Pflaster vernünftig hält, ein paar Alkoholtupfer. Es wäre des Weiteren witzig, Pflaster, was gegen Kopfschmerzen. Die Damen dürfen gern was Menstruation reinpacken. Es darf was gegen Unterbauchbeschwerden rein, also Buscopan oder Buscopan Plus, je nachdem, womit ihr am besten klarkommt. Nicht vergessen zum Thema Medikamente bei Risiken und Nebenwirkungen, fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ihr wisst, was ich meine. Handschuhe, denn ihr wisst nicht, wo derjenige, welche, an dem ihr schrauben müsst, als letztes rumgekrochen ist und der weiß nicht, wo ihr als letztes eure kleinen unegalen Fingerchen gehabt habt. Eigentlich weiter gar nicht so brennspektakulär, oder? Das ist so die Basis und da kann man auch munter drauf aufbauen. Da kann eine gute Splitterpinzette mit rein, eine nach Ferchenfeld. Und zwar ist das etwas, womit du sowohl Splitter extrahieren kannst, als auch Zecken gescheit extrahieren kannst. Ob an dir selber, ob an den Kindern, ob am Lebenspartner, an wem auch immer. Na? War gar nicht allzu spektakulär, oder? Da dann vielleicht noch eine Traumabandage. Diese Traumabandage solltet ihr nach Möglichkeit so haben, dass ihr eine für den scharfen Einsatz und eine übt. Denn du wirst nur besser in dem, was du tust, dadurch, dass du es regelmäßig tust. Meine Damen und Herren, bei Risiken und Nebenwirkungen, wie gesagt, fressen Sie die Packungsbeilage und schlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das Material findet ihr unten. Hat euch das Video gefallen, dürft ihr gern ein Däumchen hoch dalassen. Diesen Kanal abonnieren wäre auch keine allzu schwere Straftat. Samstags morgens um 8 Uhr kommen neue Videos raus. Passt auf euch auf. Mir war es ein inneres Blümchenpflücken. Bis zum nächsten Mal. Showtime, folks.